Genau wie letztes Jahr möchte ich auch diesmal wieder ein Jahresfavoritenvideo machen. Extra für Vika. Das sind doch immer deine liebsten Videos. Ja, bevor ich aber anfange, möchte ich zwei Dinge noch loswerden. Einmal möchte ich eine Lucy grüßen. Du weißt schon, dass du gemeint bist. Und dann wollte ich euch noch fragen, ob ich vielleicht auch mal ein Beauty-Vorsätze-Video machen soll. Die Idee hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie damit angefangen hat, die Lidschattensammlerin gestartet letztes Jahr. Und ich fand das eigentlich ganz interessant. Und dachte, ja, ein paar Dinge kann man sich ja auch mal vornehmen. Und wenn ihr das sehen möchtet, dann schreibt mir das doch. Dann weiß ich Bescheid. Und ja, es wäre halt nur ein Beauty-Vorsätze-Video. Ich habe auch persönliche Vorsätze, aber die sind mir dann doch ein Ticken zu privat, um sie mit so vielen Menschen zu teilen. Denn so Klassiker wie abnehmen oder Sport machen sind bei mir nicht dabei. Die würde ich eh nicht einhalten. Ich hoffe, ihr habt Silvester ganz gut überstanden und wurdet nicht von einer Rakete getroffen oder so. Die sind ja leider sehr, sehr gefährlich. Da muss man immer Sicherheitsabstand nehmen. Habe ich auch gemacht. Es ist sowohl Kosmetik als auch meine Random Favorites. Ich mache das alles in einem. Jetzt erstmal was Überraschendes. Eine ganz neue Kategorie in meinem Video. Rouge. Ich habe dieses Jahr Rouge für mich entdeckt. Es war eigentlich so ab Juni, Juli. Auf einmal habe ich Rouge getragen. Alles hat angefangen mit diesem Catrice Rouge. 050 Apricot Smoothie. Ein sehr leichtes Rouge. Halt sommerlich, Apricot. Ich war ja voll auf dem Apricot-Trip. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Gibt es leider nicht mehr. Dann habe ich im Sommer sehr gerne benutzt Strawberry von Barry M. Das hatte ich immer bei Leo gesehen, bei makeupworld.etc. Und das habe ich mir dann auch mal gekauft. Ist ein sehr schönes Rot-Pink, matt. Ich mag nur matte Rouges. Also in dem hier von Catrice ist auf der Seite ein bisschen Schimmer, aber wirklich sehr dezent. Und auch schon ein Jahresfavorit, würde ich sagen, ist das Essence Twilight Breaking Dawn Part 2 Rouge. Das habe ich mir am 1.11. gekauft und seitdem benutze ich es nur noch. Ich habe kein anderes Rouge mehr benutzt. Und das ist ein Rot, auch matt, beziehungsweise angeblich sind da ein paar Schimmerpartikel drin. Also ich sehe keine. Und ja, auf meinen Wangen ist es rot mit einem Ticken orange. Also noch ein bisschen rötlicher wird mir besser gefallen. Aber es ist sehr schön. Und ein Gruß an Kellertreppchen. Ich kann, glaube ich, bald wirklich den Blushalicious-Tag mitmachen. Ja, auch ein sehr großer Favorit ist von mir dieses Augenbrauen-Set von Essence. Ich habe das jetzt genau ein Jahr und auch so seit einem Dreivierteljahr benutze ich das jeden Tag. Jedes Mal, wenn ich mich schminke. Und ja, ich benutze immer die hellere Farbe. Ich hatte mir ja im April die Haare ein bisschen dunkler getönt. Da habe ich die Farben gemischt. Jetzt aber wieder die helle Seite. Und ich finde das top. Also das hält bei mir gut. Ich bin aber jetzt auch nicht jemand, der den ganzen Tag in den Augenbrauen reibt. Würde ich mir jetzt kein MAC-Produkt kaufen oder so für die Augenbrauen. Dann auch seit diesem Jahr erst stehe ich auf Eyeliner, auf Lidstriche. Ja, angefangen hat es ja alles bei mir immer mit so ein bisschen entweder Kajal als Lidstrich oder Lidschatten. Das würde ich euch auch raten, da lernt man das halt wirklich. Und ein Lidschatten als Lidstrich verzeiht einem Fehler, wenn man sie nicht sofort sieht. So ein schwarzer Eyeliner, wenn ihr euch da vermalt, dann sieht das echt nicht mehr gut aus. Und da muss man wirklich üben. Ich habe den hier von Kryolan. Das ist kein Gel-Eyeliner, das ist ein Cream-Liner in schwarz. Und ja, der ist wasserfest, hält sehr gut, hält den ganzen Tag bei mir. Meine beiden Kajalstifte von P2. Ja. Das sind die Intensive Kohl Eyeliner.
einmal in Beige und in Braun. Ich finde die sehr toll. Leider hat P2 mittlerweile beide aus dem Sortiment genommen. Zuerst war ja der Braun aus dem Sortiment, jetzt anscheinend auch noch der Beige. P2, ihr habt nicht mal eine Tasse im Schrank. Tut mir leid, aber wie kann man solche Standardfarben aus dem Sortiment nehmen? Ich verstehe es nicht. Nehmt doch lieber Gelb oder so aus dem Sortiment. Ist Gelb im Sortiment? Ich glaube schon. Ich verstehe das nicht. Nee, und Schwarz gibt es glaube ich auch nicht. Nee, P2, ihr seid unten durch bei mir. Auch dieses Jahr lieben und schätzen gelernt habe ich meine Mischer Perfect Cover BB Cream. Ich habe die Nummer 13. Zu der möchte ich euch noch kurz was sagen. Und zwar, ist da ein Stoff enthalten. Ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, wie der heißt. Also das sind komische Schriftzeichen, die ich nicht lesen kann. Da ist ein Stoff drin. Ich glaube, der fängt mit A an. Und das ist ein Bleichungsmittel. Die Asiaten wollen ja, glaube ich, heller werden. Und deswegen benutzen die solche Make-ups. Diese BB-Creams. Blemish Balm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich heller geworden bin. Ich nutze die auch nicht jeden Tag. Also vielleicht dann, wenn man sie jeden Tag benutzt. Und seid ein bisschen vorsichtig. Dieser Stoff, ob er jetzt heller macht oder nicht, kann Allergien verursachen. Und ist anscheinend nicht so geeignet für empfindliche Haut. Also wenn ihr mit den deutschen BB-Creams zurechtkommt, die diesen Stoff nicht haben, dann benutzt bitte die deutschen. Und das hier nur wirklich, wenn ihr euch im Klaren davon seid. Also ich finde das Zeug toll. Es reicht mir von der Deckkraft. Es ist gut für meine trockene Haut. Aber seid ein bisschen vorsichtig mit solchen BB-Creams. Zum Auftrag von der BB-Cream habe ich immer meinen Schwamm genommen. Den habe ich von eBay. Das ist ein Tube zu dem teuren Beauty Blender. Ich finde den wirklich top. Ihr schmeißt den in Wasser, in ganz normales Leitungswasser. Danach drückt ihr den ein bisschen aus und dann könnt ihr damit euer Make-up einklopfen. Und das ist wirklich einsame Spitze. Ich setze euch mal den Link in die Infobox. Es gibt nämlich auch einen deutschen Verkäufer dieser Schwämme. Auch dieses Jahr habe ich für mich entdeckt Highlighter. Also mir reicht dieser Highlighter. Ich habe jetzt nicht 10 verschiedene oder so. Das ist der von Catrice. So sieht das Ganze aus. Ich trage den immer mit dem Finger auf. Also ich bin mir da zu faul, dann für Pinsel für zu benutzen. Gehe einfach kurz rein und dann hier auf meine Wange, auf meinen Wangenknochen. Das ist ein leicht beiger Highlighter mit goldenen Schimmerpartikeln. Und der ist wirklich sehr, sehr dezent. Also wenn man draußen ist an der Luft, nee, im Licht, im Sonnenlicht, dann sieht man ganz leicht diese goldenen Schimmerpartikel. Und das reicht mir auch. Also ich möchte nicht so overglowing sein. Auch ein ganz großer Favorit ist die Rival de Loop Young Eyeshadow Base. Kostet 2 Euro. Und ich finde sie besser als die von Art Deco oder besser als die Urban Decay Primer Potion. Also testet sie mal. Also 2 Euro, die kann man dann doch verkraften, wenn sie doch nichts ist. Die ist ein bisschen fest, klebrig, aber besonders finde ich, hält schimmernder Lidschatten oder Lidschatten mit leichten Glitzerpartikeln auf dieser Base, weil es halt so fest klebt. Wisst ihr, ich habe mal auf der Urban Decay Primer Potion einen sehr starken schimmernden Lidschatten aufgetragen und das ist mir alles hier runtergefallen. Alles. Mich voll drüber aufgeregt. Weil die Urban Decay Primer Potion ist so schon fast wie eine Creme. Die zieht total ein in die Haut. Dann habt ihr auch sehr oft bei mir meine beiden Lidschatten von Cosmetic Cosmo gesehen. Schon jedes Mal, wenn ich sie irgendwie benutzen möchte in einem Video, denke ich, ja, Laura, willst du dir das nochmal zeigen? Langsam hängst du ihn ja vom Hals raus, wenn du immer nur dasselbe benutzt. Aber es sind halt meine drei Lieblingslidschatten. Einmal Creme von Cosmetic Cosmo. Hat jetzt auch schon Hitzepan und Utopia von Cosmetic Cosmo. Der ist zu 90% der Fälle immer in meiner Lidfalte und Creme entweder auf dem ganzen Lid oder vorne im Innenwinkel. Also das sind einfach meine beiden Lidschatten. Könnt ihr im Online-Shop von
Cosmeticosmo kaufen. Ja, und ansonsten mag ich sehr gerne meine Catrice Lidschatten oder Party All Night von Essence. Ist auch ein sehr toller Lidschatten, sehr günstig. Come on Chameleon von Catrice. Ich konnte ihn noch retten. Ihr habt ja vielleicht gesehen in meinem Video, dass meine Palette runtergefallen ist. Und dann ist Come on Chameleon halt kaputt gegangen. Ich habe ihn wieder pressen können. Ist ein sehr toller Lidschatten. Oder Mr. Copperfields von Catrice. Also bei Catrice könnt ihr euch auch mal umschauen. Die ganz natürlichen Lidschatten, so die beige-braunen Rosé-Töne, sind da wirklich sehr gut. Auch ganz oft habt ihr bei mir diesen limitierten Essence-Creme-Lidschatten gesehen. Den hier ist einfach so, so schön. Dieses Gold, Champagner, so schön. Ich bin sehr froh, dass ich mir den damals gekauft habe. Das ist die Farbe bei Caddy in the Wind. Schaut mal bei Kleiderkreisel vorbei, da gibt es den noch und auch nicht überteuert. Also, meine erste Phase hat angefangen im Februar mit Catrice, The Nuder, The Better. Oder The Better, ich sag's immer falsch. Ein sehr schönes, oh, meine Wimpern klebt fest. Ich habe noch Wimpernkleber in den Augen, der geht nicht mehr ab. Ein sehr schönes Rosé-Beige-Nude. Nicht zu tot, nicht zu braun. Einfach ein sehr natürlicher Lippenstift. Dann hatte ich im Sommer meine Peach-Aprikot-Korallphase mit Zoeva Malibu Peach. Jedes Mal, wenn ich den benutze, hat mich jemand darauf angesprochen in den Videos. Also angeschrieben. Das scheint euch immer aufgefallen zu sein. Ist ein sehr tolles, ja, Peach-Aprikot. Könnt ihr im Online-Shop von Zoeva kaufen. Und dann ab Herbst, Spätsommer, Herbst, auch Winter, hatte ich einen neuen Lippenstift für mich entdeckt. Und zwar habe ich mir den bei Genie gewünscht. Und es handelt sich dabei um MAC Crosswires. Ein sehr tolles Rot, Rosé, Pink, Koralle, alles. Ist einfach so die perfekte Mischung. Und es hat ein Cream Sheen Finish. Das heißt, es glänzt und ist sehr cremig. Trocknet die Lippen nicht aus und hält trotzdem sehr, sehr lange. Ich habe den gerade in meiner Handtasche, von daher blende ich euch den jetzt einfach ein. Ich komme da gerade nicht ran. Nagellacktechnisch mein Favorit immer noch. The Show Must Go On von OPI. Ist einfach dieser wunderschöne Nagellack, ey, der macht mich krank. Das ist ein Pink, Orange, Rot, Magenta. Der changiert in all diesen möglichen Farben und schimmert so, so schön. Zum Glück hatte ich davon noch eine kleine Flasche. Die ist jetzt leer gegangen. Und jetzt habe ich nur noch diese. Ja. Aber es sind ja 15 Milliliter enthalten. Parfüm. Da habe ich eigentlich drei Favoriten. Einmal wisst ihr ja Peach Blossom von Tommy Hilfiger. Ich habe noch eine dritte Flasche. Das hier ist meine zweite. Oh, das ist einfach Drogen pur. Also, es riecht halt nach Sommer, Eiskaffee, Pfirsich und Strand. Oh. Und das ist einfach der perfekte Duft für mich. Dann mag ich aber auch sehr gerne mein eigenes Parfüm, Torta di Frutta. Das habe ich mir bei mein Parfüm zusammen gemixt. Ich habe auf eine gute Rabattaktion gewartet und mir den dann davon gekauft. Ja. Ich habe da, glaube ich, 8 verschiedene Früchte reingemischt und riecht einfach wirklich nach Torta di Frutta. Also Obstkuchen, Obsttorte, Obstdessert. Und das Tolle ist, man braucht davon nur einen Spritzer. Und das hält den ganzen Tag fast. Deswegen ist auch noch so gut wie voll. Weil man wirklich nur ganz bisschen davon braucht. Von den Peach Blossom braucht man leider recht viel. Also so 2 bis 3 Sprüher mache ich mir schon drauf. Natürlich, wenn man sich schminkt, sollte man sich auch wieder abschminken. Sollte man immer tun. Einfach die beiden Augen-Make-up-Entferner von Rivard de Loop. Einmal mit Öl für wasserfestes Make-up und einmal ohne Öl für alles andere. Ich finde die top. 1,50 Euro. Sehr toll. Zum Gesicht abschminken nehme ich immer die Balea Med Waschlotion. Zusammen mit meiner
Evelyn-Bürste. Damit nehme ich das auf mit Wasser und reibe dann mein ganzes Gesicht ab. Perfekt. Dann Duschgel. Benutze ich am liebsten das Hammam Delight von Rituals. Es riecht halt wunderbar nach Eukalyptus. Und ihr wisst ja, dass ich so gerne ein Koala wäre. Also in meinem nächsten Leben. Ich glaube nicht an Wiedergeburt. Ich möchte eigentlich auch nicht wiedergeboren werden. Aber wenn, dann bitte als Koala. Und Gesichtscremes benutze ich am liebsten die von Alverde. Entweder trockene Haut oder empfindliche Haut. Ach ja, und natürlich auch noch Deo. Sollte man auch immer benutzen. Dann nehme ich immer das von Rexona. Das Maximum Protection. Habe ich es gerade ganz vergessen, hier hinzustellen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. So, und jetzt möchte ich euch noch meine anderen Favoriten nennen. Also meine Favoriten in Sachen Filme waren Ziemlich beste Freunde. Das ist ein sehr, sehr toller Film. Ich habe den mir letztens nochmal angesehen, weil Mimi hatte den noch gar nicht gesehen. Und ich habe so gesagt, nee, das kannst du ja nicht machen. Du musst diesen Film gucken. Das ist ein französischer Film, eine Komödie, würde ich sagen, der auf wahren Begebenheiten basiert. Das ist immer noch ganz toll, wenn man wirklich weiß, das ist nicht nur ein Film, das ist auch wirklich so passiert. Ich möchte jetzt wirklich gar nicht so viel von dem Film verraten. Er ist sehr witzig, lehrreich, traurig, hoffnungsvoll. Also schaut ihn euch mal an. Das ist einer der Filme, den man gesehen haben muss. Ich mag französische Filme sehr gerne. Die haben irgendwie sowas ganz Eigenes an sich. So einen ganz eigenen Humor. Ich mag auch sehr gerne Willkommen bei den Stiefs. Auch ein sehr lustiger Film. Ja, dann auch noch ein ganz toller Film ist James Bond, Skyfall. Habe ich im Kino gesehen. Ich mag die Bond-Filme sehr gerne. So die ganz alten habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Aber ich habe einige mit Pierce Brosnan gesehen und halt die drei mit Daniel Craig. Und auch ein Filmfavorit ist von mir Schindlers Liste. Ein sehr erschreckender Film, auch mit einer tollen Botschaft. Ich mag es irgendwie zur Zeit, so Filme oder Bücher zu lesen mit einer Botschaft. Nicht nur unterhaltend sollen die sein, sondern auch irgendwie einen weiterbringen im Leben. Und das ist dieser Film eindeutig. Musiktechnisch mag ich sehr gerne I Follow Rivers von Lückeli. Genau. Ich habe es gegoogelt, wie man es ausspricht. Kommt, glaube ich, aus Dänemark. Diese Sängerin oder ist das eine Band? Ich glaube, eine Sängerin. Oh. Ich mag das Lied einfach total gerne. Das ist so in meinem Kopf drin, seit einigen Monaten. Ich krieg das gar nicht mehr raus. Und genau so ein Ohrwurm ist Nicki Minaj mit Starship. Bei dem Lied krieg ich gute Laune. Ich mochte auch sehr gerne das neue Album von Lena Meyer-Landrut. Heißt ja, glaube ich, auch Stardust, so wie die Single. Ist ein sehr tolles Album. Ich habe alle drei Alben von ihr. Und sonst höre ich einfach aus den ganzen letzten Jahren immer noch meine Lieblingslieder. Ja, buchtechnisch möchte ich euch meine Favoriten in einem der nächsten Videos erzählen. Ich hatte ja eine Buch-Challenge mir selbst auferlegt. Das haben ja auch ganz viele andere YouTuber gemacht. Die Idee hatte ja, glaube ich, Knuffi 2006. Sie hat, glaube ich, damit angefangen, mit dieser Challenge. Und dann möchte ich auch bald noch einen Kleiderschrank-Tag machen. Ich bin im Moment dabei, meinen Kleiderschrank ein bisschen umzubauen und dann kann ich euch dann auch mal zeigen. Das wollten mich auch ganz viele von euch sehen. Also, dass ihr euch so dafür interessiert, das freut mich. Und natürlich, der Jahresfavorit überhaupt sind meine Familie, meine Freunde, meine Tiere. Auch wenn ich von einigen leider Abschied nehmen musste dieses Jahr. So ist halt der Kreislauf des Lebens, dass man nicht nur leben kann, sondern auch sterben muss. Ja. Favorit ist auch Teddy. Ihr wisst ja, mein Hund. Mein neuer Hund. Wir haben ihn halt jetzt dazu genommen, damit Püppi nicht so alleine ist. So sehr ich mich freue, dass Teddy jetzt da ist, so sehr bin ich auch traurig, dass andere gehen mussten. Aber so ist leider das Leben. Schließlich habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, freut ihr euch auf das Jahr 2013? Also, wir sind ja jetzt schon im 2013. Aber freut ihr euch auf das Jahr oder habt ihr Angst?
Bei mir ist es so gemischt. Ich habe Angst, dass irgendetwas Schlimmes passiert, dass Menschen sterben, dass Tiere sterben. Aber gleichzeitig freue ich mich auch auf alles, was noch kommt, was man vielleicht Neues lernt, was man erlebt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Video war jetzt wirklich lang genug. Wir sehen uns dann in 3 Tagen wieder. Dann habt ihr bestimmt auch schon die Jahresfavoriten überstanden von den ganzen anderen YouTubern. Und dann geht es weiter mit einem ganz neuen Video, mit einem sehr, sehr lustigen Video. Tschüss!